Guten Morgen Meer, guten Morgen Insel, guten Morgen Welt. Gott sei bei euch und der Friede sei mit euch. Ja, guten Morgen nochmal, ihr Lieben. So, nun bin ich angezogen und muss gleich mal meine Dienstrunde machen. Aber vorher die Tageslosung und die lautet: 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache. Das kommt aus dem Psalm 90, Vers 4. Gottes Zeit ist anders. Gott hat seine Zeit. Gottes Zeit ist anders. Gott ist Gott. Gott hat Zeit für seinen Plan. Natürlich hoffen wir Menschen immer, dass Jesus in unserer Zeit zurückkommt. Aber Gott hat seine Zeit. Wir müssen uns in Geduld üben, denn Gott macht das, wie er möchte, aber wir können ihm vertrauen, dass es zur richtigen Zeit passiert, was passieren soll. Gott hat seine Zeit. Und das ist gut so. Wusstet ihr, dass Menschen, die ja, sich vom Leben langsam verabschieden, ja eigentlich gar nichts mehr essen und trotzdem ständig übers Essen reden? Der Kühlschrank ist aber leer, weil sie eigentlich ja gar nichts mehr zu sich nehmen, außer Wasser, Brühe oder Tee. Aber irgendwie ist das völlig schräg, dass diese Menschen dann den ganzen Tag von morgens bis abends darüber reden, was sie gerne essen würden. Aber selbst wenn ihr dann denen das Essen vorsetzt, würden sie es nicht mehr essen wollen. Das ist schon irgendwie merkwürdig, aber das gehört wohl dazu. Aber Essen ist wohl ein ganz, ganz großer Beitrag im Leben eines Menschen. Das stelle ich doch immer wieder fest. Ja, unglaublich ist auch, gerade für mich jetzt, dass ich diese Aufgabe bekommen habe, vom lieben Gott, mich hier um diese Dame zu kümmern. Weil für mich ist das natürlich toll, weil ich ja durch meine Erkrankung eben auch nicht normal essen kann oder sagen wir so, eine Zeit lang nur normal essen kann, wenn ich eben diese Hammer-Tabletten nehme. Sobald ich die aber runterfahre, kann ich natürlich auch nichts essen. Und für mich ist das jetzt doppelt so krass, weil diese ältere Person halt den ganzen Tag erzählt, was sie halt so gerne essen würde. Ne? Angefangen von, was weiß ich, Buletten über Schweinebraten, Sauerbraten und was da alles zu soll. Und dann erzählt sie mir, ja, dass man eine Einkaufsliste nehmen soll, das aufschreibt und dass wir das dann doch holen. Aber ich habe halt am Anfang auch den Fehler gemacht und habe dann gekocht. Aber das geht gar nicht mehr, weil es eben überhaupt nicht möglich ist, ne? Dass man da noch isst. Aber für mich ist das irgendwie ja wieder so, so eine zweideutige Sinnaufgabe, weil ich mich gerade frage, irgendwie verfolgt mich das, ne, mit dem Essen. Aber da muss man wohl Kompromisse machen oder auch psychisch dann irgendwie durch oder sich dann ein Elefantenfell anschaffen. Das ist schon witzig, dass Essen doch so eine große Stellung im Leben des Menschen einnimmt. Ich weiß es nicht, aber es ist eine Lernaufgabe, dass man das dann auch emotional verarbeitet. Aber es bleibt ein Leben lang, egal wie man sich bemüht, das Thema Essen und Nahrung wegzudrücken. Man muss da Kompromisse finden, auch wenn man eine, wie ich, Mastzellerkrankung oder Lupuserkrankung oder was auch immer hat. Das ist ja auch bei Rheuma oder Herzerkrankung, Diabetes. Es sind ja so viele Erkrankungen, wo Essen eine wichtige Rolle spielt und man mit dem Essen eine ganze Menge verbessern kann. Aber wir Menschen neigen ja halt dazu, immer das haben zu wollen, was eben nicht so gesund ist, ne? Für uns oder für unsere Erkrankung. Und damit ja, machen wir die Erkrankung eigentlich nur noch schlimmer. Und jetzt ist es eben so bei dieser Dame, die dann eben stirbt, dass der Mensch, der Kopf, das immer noch will, aber der Körper das eben nicht mehr kann und nicht mehr umsetzt. Tja, das ist schon extrem. Das zu dieser Erkenntnis. Bis später. Die Vogelkoje immer einen Besuch wert. Wie schön.
Ja, ihr Lieben, von der Vogelkoje zurück. Die Insulaner haben ja hier auf der Insel die Vögel in der Vogelkoje gefangen, sozusagen die Entenbraten, und haben sich davon ernährt. Deswegen heißt das Plätzchen Vogelkoje. Ja. Und jetzt schaut mal, was für einen schönen Platz ich mir hier am Fenster gemacht habe. Da kann ich nämlich rausgucken bis aufs Meer. Einen schönen Leseplatz, wie schön. Ja, und es ist Abend geworden und ich möchte mit euch noch das Abendgebet sprechen. Ein Kerzchen habe ich schon angezündet. Und wir falten unsere Hände und beten gemeinsam das Gebet, welches uns Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und danke, Herr, dass du uns beschützt und dass wir für Menschen da sein dürfen und ein Segen sein dürfen, die uns brauchen. Amen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Genießt ihn, bleibt behütet, Gott segne euch. Danke fürs Einschalten und bis morgen. Tschüss.